Okay, dann plündere ich halt, während du irgendwas aufmachst. Oh Mann, ey. Kann ich nicht irgendwie einen Punkt in Schlösserknacken stecken und dann am Ende mit dem ganzen Diebeswerkzeug, was ich gefunden habe, dann als Hilfestellung nehmen? Plus eins. Da erhöht die Erfolgschance. Oh! Oh, 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 oh. Hier, das ist doch aufgekriegt. Wenigstens eine Sache. Das ist gut. Ein Zauber. Zaubern. Okay. Die Truhe hier da hinten ist ja offenbar zu schwierig für sie. Dann lassen wir das erstmal. Erhöhen wir erstmal wieder die FPS. So. Nächster Raum. Kann ich mich jetzt ausruhen? Nein. Kann ich mich ausruhen, wenn ich in Richtung dieses Raumes da gehe? Ich will mich ausruhen. Ich habe eine Ruhepause verdient. Ja, hier geht's. Also falls es irgendeine Möglichkeit gibt, Truhen noch effektiv aufzukriegen, ohne ein... Oh, entschuldigt, ich muss mich mal strecken. Ach, ohne einen Schurken dabei zu haben. Gibt es irgendeinen Zauber dafür? Es müsste es doch eigentlich geben, einen Zauber, der Truhen öffnet, oder? Muss ich nachher mal nachlesen. Ich wette, das ist kein Badenzauber. Wetten wir? Wetten, der Bade ist nicht in der Lage, diesen Zauber auszusprechen. Okay, ihr dürftet es gehört haben. Ich habe gerade einen... Beziehungsweise ich habe den Hund meiner Oma von oben runtergeholt. Der ist jetzt gerade im Flur am Rebellieren. Ich hoffe, das tut er nicht allzu lange. Sonst muss ich nämlich kurz Aufnahmen unterbrechen und gucken, was da los ist. So. Ah, jetzt wirkt sie Bärenstärke. Oh mein Gott, was macht sie denn? Ich habe nichts dagegen, dass sie sich buffen möchte. Yeah, so muss das. Aber Bärenstärke... Okay, nein. Dein Doppelschlag alleine reicht schon. Jetzt frage ich mich wieder, ob man es im Hintergrund hören kann. Ich habe eine Vermutung, dass meine Oma gerade wiederkommen könnte. Deswegen, dass die Hunde ausflippen. Ich mache fix den Kampf dann und gucke, dass ich dann nachsehe, was los ist. Los, komm schon, sterbt endlich. Jetzt habe ich eine Tür gerade gehört und ja, sie ist sehr wahrscheinlich da. Los, triff, töte, stirb, mach was, gut. Pause-Modus an, Kurzaufnahme unterbrechen. Und weiter geht's. Ja, meine Oma ist wieder da, sie hat den Hund nach draußen geholt, um eine kleine Runde zu gehen. Und Pause-Modus aus, verdammt. Und in der Zwischenzeit habe ich auch wenn ich nur 5 Minuten jetzt AFK war, habe ich unsere Fritteuse angeschmissen. Gibt gleich lecker Hähnchen-Snacks mit, also was ist das, Cornflakes-Kruste oder wie das heißt. Kruste habe ich noch nie probiert. Ich hoffe, das schmeckt mit meinem Ketchup, den ich hier stehen habe. Mach diesen verdammten Teil auf. Na gut, dann machen wir schon mal den anderen Flügel auf. Und man sieht's, man sieht's, man sieht's. Los. Okay, man sieht es nicht. Dann halt nicht. Ah, ach, jetzt auf einmal. Weil ich mich bewegt habe, oder warum? Ah, komisch. Okay. Einmal Gold. War ich an dem Tisch ja schon dran. Mein Kurzzeitgedächtnis sagt nichts. Gut. Überreste. Die sind weg. Da. Natürlich liegt aber noch was von den Banditen. Pff, ein Turmschild. Oh Mann. Ich glaube, den muss ich liegen lassen. Ein Turmschild wiegt 45 Kilo. Und. Boah, nee. Das ist es mir nicht wert, den mitzuschleppen. Na gut. Eine Tür. Ja. Auf der ganzen Karte sind jetzt noch 3 Türen. Oh, eine Falle. Verdammt. Gut, dass ich kurz gewartet habe. Speichern wir mal schnell. Und mal gucken, ob diese Tür tödlich ist. Nein, sie macht Schaden, aber tödlich ist sie noch nicht. Und haben wir Feinde da drin? Oder ist das eine Art Alchemie-Labor? Ne, es ist eine Art Bibliothek. Gut. Und unsere Hunde rebellieren gerade noch mehr. Ich hoffe, das ist nicht zu laut zu hören, denn ich hatte keine Lust, nochmal aufzustehen und nachzusehen, was denn jetzt da abgeht. Ich tippe mal, sie haben sie nur durchs Fenster meine Oma gesehen und beschweren sich, dass da irgendjemand draußen am Rumgammeln ist. Ein neues Paar Handschuhe. Sieht wieder aus wie ein Minnesänger-Handschuh, wenn er mich fragt. Und es sind sogar welche. Mann, bin ich gut. Eine andere Truhe, wo kein Schloss dran ist. Ein Wandschrank. Oh, also heute ist Tag der Panzerhandschuhe. Das ist jetzt schon das dritte Paar, was ich heute gefunden habe. Mit Gefühl für Tiere. Das bringt uns leider gar nichts.
So, und jetzt, bevor ich da ins nächste Stockwerk gehe, muss ich jetzt noch einmal hier die ganzen Zellen absuchen und diese drei Türen da hinten nachchecken. Und eigentlich sogar noch die Mitteltür da. Ich erinnere mich gerade, glaube ich, an was. Die Mitteltür hier ist ein Verbindungsgang zwischen diesen beiden Punkten. Das heißt, ich muss da nicht zwangsläufig jetzt zurücklatschen und das Ding extra durchsuchen. So, ein Buch. Die Geschichte von vier aus dem Norden. Nein, das Buch ist nicht wichtig. Das ist eins von diesen random Büchern. Ein wenig Gold. So sehr ich Tiere auch liebe, in solchen Momenten wirklich das perfekte Timing. Ich könnte meine Hunde für so eine Scheiße... Nein. Du bist blöd. Du lässt verdammt nochmal diese Tür in Ruhe. Ja, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt da auch ein Wächterhund. Moment. Kannst du angreifen? Los. Greif an. Mich beschützen. Los. 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 Geht doch. Ich habe keine Lust, dass es jetzt schief geht. Was? Oh mein... Was? Wie stark ist der? Oh mein Gott, verdammt! Oh mein Gott, nein! Moment. Kann ich noch einen Trank schlucken? Ey, das ist... Oh! Nur weil die Hunde am Bellen sind, verliere ich jetzt meine komplette Konzentration. Super. Was ging denn da halt in PC-Properties? Aha, sehr interessant. Okay, ich habe vor der Tür da gequicksaved. Das geht noch. Das ist nicht so weit weg und ich muss nur warten, bis Lino wieder diese dumme Truhe einschlägt. Wie stark war sie angeschlagen? Okay, auf die Hälfte ihrer Gesundheit. Das erklärt natürlich einiges. Dann ruhen wir uns jetzt erstmal aus. Ich gucke, dass ich diesen... Genau das meine ich. Verdammtes Doppelklicken. So. Karte wieder aufrufen für euch. Und ich verwechsel schon wieder die Knöpfe. Und ich habe mich jetzt zu früh das Ding abgebrochen. Das heißt, ich bin jetzt kein Zauber mehr. Toll. Ja. Vollkommen uninteressant gerade. Jetzt bin ich angenervt. In so einem Scheiß. Los, mach die Truhe auf. Alright, dear. I'm getting to it. Mach die verdammte Truhe jetzt auf. Ist schon schlimm genug, dass ich jetzt Kopfschmerzen wegen dem Headset kriege und gleich mein Essen machen muss. Beziehungsweise erst auf mein Essen noch warten muss. Aber, dass ich jetzt wegen so einem Gubbelscheiß sterbe, einfach nur, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber ich sollte jetzt besser aufhören, sonst rege ich mich noch die nächste halbe Stunde drüber auf, was für euch zwei weitere Videos wären. Okay, das Leben ist in Ordnung. Hunde sind böse und wir werden gleich einen töten als Rache dafür, was meine mit mir jetzt gemacht haben wird. So, eine weitere Leiche. Und noch eine weitere Leiche. Schneller. Das dauert so ewig lang, ne? Ich lasse mal wieder den Dolch aus wegen der FPS. Und die letzte Leiche hier im Südflügel. So, Feuerachat. So viele nutzlose Edelsteine. So, diesmal hingehen. Speichern. Nochmal mache ich den Fehler nicht. So. Jetzt. Öffnen, öffnen, öffnen. So. Rückwärts mit dem Bogen. Feuer. So. Und du greifst die jetzt an. Jetzt. Ausnahmsweise mache ich mein Badenlied mal früher an. Damit das nicht schon wieder schief geht. Jetzt treffe ich auch ein gutes Stück besser. Yo, 10er Angriff, so muss das. Und wir haben gewonnen. Diesmal ist Lino wirklich nur halb tot. Ja. Ist kein Wunder, dass sie eben so heftig verloren hat, wenn sie vorher schon halb tot war. Und jetzt wurde sie wieder halb tot geschlagen, dann ist sie natürlich ganz tot am Ende. Seufzt. Wir können uns nicht ausruhen. Moment, dann machen wir es anders.
Yay, das heilt so gut wie gar nichts. 4 Trefferpunkte. Na gut, da ich die kleineren Zauber sowieso im Moment nicht brauche, heile ich Lino jetzt mal kurz voll mit den Billigzaubern. Da hinten ist eine Leiche, aber die habe ich wahrscheinlich eh schon geplündert. Weil ich bin mir verdammt sicher, dass hinter dieser Tür noch so ein Hund ist. Wer will mit mir um 20 Gold wetten oder so? Und ich kann nicht diese verdammte Tür öffnen. Oh! Ey, stell dich doch mal neben den Hebel. Gott verdammt, danke. So. Machen wir nochmal das Badenlied an zur Sicherheit. Das andere ist nämlich eben schon ausgelaufen. Und jetzt machen wir kleinen Hundholz. Geht doch viel leichter. Darüber, dass sie 120 Erfahrungspunkte bringen, die Bandenchefs haben dreimal so viel gebracht und waren nicht wirklich schwerer, muss ich sagen. Gut, dann machen wir es jetzt einfach. Wir drehen jetzt noch eine Runde hier oben durch, um die anderen Gefängnisse zu, die anderen Zellen zu durchsuchen. Bah! 4 Gold und diese ehemalige Wache da. Vielleicht hat die ein paar Infos für uns, dass wir wieder labern dürfen. Quick Save. Galen. Sorry. Okay. Ich denke, ich kann annehmen, dass ihr nicht zu denen gehört, die mich gefangen genommen haben, oder? Ja, irgendwann muss ich mal diese dummen Akzente raushauen. Seid ihr Gefangener oder Wächter? Nur, ich war ein Wächter. Bis der Kerkermeister alles durcheinander gebracht hat. Seht, ich gehöre zu den Guten, ja? Ich könnte Informationen gebrauchen. In Ordnung. Aber je früher ich nach Hause zu meiner Familie komme, desto glücklicher bin ich. Wieso seid ihr geendet? Ja, wahrscheinlich hat der verrückte Fuzzi alle eingesperrt. Stockwerk aufgefangen ist. Wie ist dieses Stockwerk aufgebaut? An der Westseite führen Treppen nach unten. Es gibt 2 Flüge im Norden und im Süden. Mit einem Korridor dazwischen. Ja, das ist dann dieser hier. Wahrscheinlich. Jeder Flügel hat einen Wachraum mit einem Hebel, der den Zellenblock öffnet. Im Süden befindet sich auch das alte Büro des Kerkermeisters. Süden? Das da? Ja, stimmt, da war dieser Tisch, das muss gewesen sein. Habt ihr Vorschläge, was wir nun tun sollen? Ich weiß nicht, was euch angeht, aber mich zieht es nach Hause zu meiner Frau und Familie. Von mir aus könnt ihr diesen ganzen Ort anzünden. Gut, das ist ein Vorschlag. Gut genug der Fragen. Gut, wenn sie mich außerhalb meiner Zelle sehen, bin ich ein toter Mann. Gut, ich habe den Weg für euch gebahnt. Ja, Sir, wünsch mir Glück. Lauf, jog, 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 lauf weg. Da liegt noch irgendwas. Es ist so schlecht zu sehen, manchmal diese kleinen Sachen, die auf dem Boden rumliegen. Und die letzte Leiche in den Gefängnisblöcken, endlich. Jetzt müssen wir nur noch durch diesen besagten Korridor latschen und dann haben wir dieses Stockwerk clear. Ja, hier durch. Da sind, glaube ich, Feinde. Aber noch sehe ich keine. Ich sehe immer noch keine. Das riecht nach einer Falle. Denn ich sehe immer noch keine. Also wenn Lino gleich eine Falle in einen dieser kleinen Quadrate hier auslöst, dann lache ich. Na gut, Karte ist entdeckt. Ich sehe soweit nichts mehr. War hier eine Falle? Ich bin immer vorsichtig, was sowas angeht. Außer natürlich, ich bin großartig am Labern und bekomme nichts mehr mit. So. Ich habe noch meine Zauber wichtigsten ready, das passt. Die Kerkerebene, okay. Emmernick. Schnell bevor uns die Patrouille. Okay, Patrouille böse. Gehen wir eben hinterher. Hinein. So, nu? Die Tür ist noch offen, Kollege. Mach die Tür zu. Okay, na toll, jetzt dürfen wir. Tür hier. Wo ist der Hebel? Ach, da. Tür. Tür, Tür, Tür. Ja.